Einige Menschen in Sardinien werden weit über 100 Jahre alt. Luca De Jana und sein Team besuchen Giovanni Antonio Vacca. Er ist vor wenigen Monaten 100 Jahre alt geworden. Und wer sind Sie? Die kommen aus der Schweiz. Wer? Die hier, das ist ein Fernsehteam aus der Schweiz. Warum denn das? Um Sie zu besuchen. Sie sind eine wichtige Person. Ich? Und ich komme aus Cagliari. Wie geht's? Ich möchte Sie begrüßen. Wie geht's? Mir gut. Und Sie? Nicht schlecht. Und wie geht's Dr. Sulis? Gut, danke. Und seiner Frau? Gut. Mir scheint, Dr. Sulis ist ziemlich alt geworden. Er ist ja auch schon 90. 90? Na gut. Meine Beine wollen nicht mehr laufen und der Rücken tut weh. Das schauen wir auch an. Wo sind Sie geboren? An welchem Tag? Am 7. Oktober 1909. Ich bin 100 Jahre alt. Und wo ist Ihre Mutter geboren? Und Ihr Vater? Leben Sie allein oder mit einem Verwandten? Das weiß ich nicht. Sie leben mit Ihrem Neffen. Der da kommt immer vorbei. Aber Sie schlafen allein hier. Das Bett ist nur für eine Person, da hat kein anderer Platz. Alle leben zu Hause, in der Familie. Das gibt ihnen eine größere Sicherheit als in einem Heim, weil sie die Angehörigen um sich haben. Und das trägt dazu bei, dass die 100-Jährigen zufriedener und in einem positiven Umfeld leben können. Giovanni Antonio Vacca soll ein paar Schritte gehen. Von der Türe bis dorthin. Ich kann auch dieses Fenster öffnen. Nein, es ist kalt draußen. Ach, wen kümmert das schon? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Ja, was soll ich da sagen? Sind Sie zufrieden? Also einerseits bin ich zufrieden. Und andererseits bin ich auch zufrieden. Aber ich hatte auch schlechte Zeiten. Können Sie da unterschreiben? Auf der Linie da. Ich halte Ihnen den Finger hin.